Uh-oh. Verbringen Sie einen Familientag im Ravenwood Park, bestimmt. Besuchen Sie den Ravenwood Park mit der ganzen Familie. Sehen Sie die Mammutbäume wie nie zuvor. Wie soll man denn Mammutbäume sehen wie nie zuvor? Wenn man zuvor schon einen Mammutbaum gesehen hat und den gleichen hinterher nochmal sieht, dann sieht man den genauso, denn es ist ein Mammutbaum, der viele hundert Jahre alt ist, im Gegensatz zu einem selbst. Wenn man also irgendwie 5 Jahre später wiederkommt, sieht er nicht besonders anders aus. So, lernen Sie Dinge über die Arbeit, die Kultur und die Kunst der Holzfäller in freundlicher... Ach, Camp-Atmosphäre. Ich habe gerade in freundlicher Gampart-Atmosphäre. Ja. Nehmen Sie an spannenden Spielen teil. Machen wir gerade. Befestige den Baumstamm. Wäschewettrennen und viele mehr. Hört sich an wie ein gelungener Kindergeburtstag. Nachdem die Eltern verprügelt werden. So, eine Klammer kriegen wir. What was that? Is someone inside? Das sah aus wie ein Geist. Ein gewöhnliches altes Schloss. Mit einem dünnen Werkzeug könnte ich es öffnen. Mit einem zweiten Werkzeug könnte ich das Schloss knacken. Sagt erstmal mit einem gewöhnlichen Werkzeug, dann brauchst du plötzlich zwei. Die kann man auch nicht recht machen. Eine typische Holzfällerkabine. Halt! Noch irgendwas, was hier plötzlich neu wird. Nein. Na gut. Ein Waschbrett und sauberes Wasser. Die Aussparung! Aussparung! Ist ähnlich geformt. Oh nein, fängt das wieder an. Bitte nicht. Die Nägel ragen etwas heraus. Wir haben wieder gar nichts mehr. Einen Nagel haben wir gefunden. Die Straße ist vollkommen unpassierbar. Auf dem Berg ist eine Seilbahnstation. Das Whitmarsh-Anwesen kann nicht weit davon entfernt sein. Hm. So, mit dem Nagel kommen wir doch jetzt vielleicht. Ja. Hm. In die Hütte. Ich nehme an, der ist aber nicht echt der Typ. Das wird wohl ein Holzfäller mit seiner Holden sein. Eine beruhigende Szene. Ein Schraubenzieher. Er ist glühend heiß. Mit bloßen Händen kann ich ihn nicht einsammeln. Ofen ausmachen geht auch nicht. Im Whitmarsh-Anwesen gefunden. Illusionsschema. Beweisstück. Schmetterlinge und Tiere und Menschen. Aus diesen Raben werden diese Raben diese Zeitblasen und daraus erwacht die Krähe. Und der Mammutbaum ist irgendwie Energiequelle oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. 16 von 26 Beweisstücke, Wachmann. Die Wache leistet gute Arbeit. Die letzten 3 neugierigen Schnüffler wurden gemeldet und schnell beseitigt. Sie zeigt leichte Anzeichen von Selbstwahrnehmung, ein minimales Risiko. Entsorge diesen Beweis. Ein minimales Risiko? Selbstwahrnehmung? Also ist der Mann doch böse, der hier rumläuft? Neugierige Schnüffler schreibt ja keiner, der hier gerade ermittelt. It's you. I thought the bad man came for me, so I hid. Na, sieh mal einer an, wie wir da gefunden haben und wer jetzt frech und sorglos erscheint. Hallo, Kleine. I'm fine. My friend rescued me when the monster attacked. He told me to hide if I saw anyone coming and to protect this. Mein Freund? Die hat doch zuerst gesagt, der böse Mann, und jetzt hat sie gesagt, mein Freund hat mir gesagt, ich soll mich verstecken. I recognize these. All the pictures refer to Maple Creek. And there's the evil preacher I've been hunting.
Ich glaube, das ist ihr Notizbuch aus dem ersten Teil von dem Spiel hier. Wir spielen ja gerade den zweiten Teil. Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, weil ich seit der ersten Folge gerade durchgehend aufnehme. Enigmatis? Achso, ein Dingens. Wir spielen jeweils den zweiten Teil und geiles Spiel übrigens, möchte ich mal betonen. Und das hier ist bestimmt das Notizbuch aus dem ersten Teil. Es ist Emily Smith, eines der Opfer aus Maple Creek. Der Ritualdolch des bösen Predigers. Die ständig läutenden Glocken, ich erinnere mich an das Geläute. Der teuflische Prediger aus Maple Creek, ich bin auf der Suche nach ihm. Ich hoffe, wir spoilern uns hier nicht. Guten Tag, ich weiß, dass Sie in Maple Creek waren, als sich der Vorfall ereignete. Ich weiß auch, dass Sie seitdem die Verfolgung aufgenommen haben. Wir sollten reden. Ich bin im Besitz bestimmter Informationen, die für Sie von Interesse sein könnte. Mit freundlichem Gruß, Gerald Wittmarsch. Vertraue ihm nicht, das ist er doch, der Gerald Wittmarsch. Der Besitzer des Tagebuchs war schlau genug, Wittmarsch nicht zu trauen. Okay, es ist nicht unser Tagebuch aus dem ersten Teil. Es ist einfach nur ein Tagebuch. Wittmarsch war an den Ereignissen Maple Creek interessiert. An wen war der Brief interessiert, adressiert? Nordkalifornien, mein momentaner Aufenthaltsort. Das Wittmarsch-Anwesen, man sollte durch die Tunnel dorthin gelangen können. Offenbar hat der Besitzer des Tagebuchs Wittmarsch ausspioniert. Seltsame Artefakte im Anwesen gefunden. Eins nehmen wir uns mit und noch eins nehmen wir uns mit. Sorry, friend, but this is mine. Hamilton, is that you? Yes, your old friend from Maple Creek, who was also hunting the preacher. I'm glad you're here. Wittmarsch sent me an invitation. Always distrust people who want to tell you something interesting. I've been spying on him, spying on me for a while now. Watch this place change. Doom and gloom into flowers and sunshine. I knew something was wrong here. Then the Simpsons arrived. I tried to warn them, but I couldn't without blowing my cover. I could feel the park wanted them. I tried stopping them at the gate, but Becky's parents were already gone. I managed to scare off the bird. Now, here we are. I couldn't wake you up. Your car was broken down and I had to think fast. I hid you in the bushes and brought Becky here. I was gonna come back. Then that cruddy old stairway finally gave in. Got hurt pretty bad. And my lockpicks fell right out of my pocket. I need to sit. I think my leg's broken. Give me a minute. I'll be all right. Please, can you help Mr. Hamilton? Aufgabe erledigt, der Freund, der Fremde, neue Aufgabe, ein alter Freund. So, mal ganz kurz gucken, der Fremde ist erledigt. Ein alter Freund, der Fremde stellte sich als Richard Hamilton heraus, der geheimnisvolle Detective, dem ich in Maple Creek begegnete. Warum hat ihn Wittmarsch hergelockt? Hamilton ist schwer verwundet. Ich muss ihm helfen, damit er Becky in Sicherheit bringen kann. Verarsche die Wunde, stabilisiere das Bein. Hamilton hat Becky vor dem Raben gerettet. So, wir sollen die Wunde verarzten. So, verdammt nochmal. It's broken. I need a bandage and something straight to set the leg. Sieht auf jeden Fall gut aus. Sieht gebrochen aus, wir benötigen ein Verband und etwas, um das Bein zu richten. Aber wir haben ja zwei Reliefmarken, wir gehen dann erstmal ganz kurz wieder Fernsehen gucken. Das Ding können wir noch nicht mitnehmen. My legs bungled pretty bad. I don't think I'll be much help to you from here on out. Das macht nichts, ich habe eh nicht mit dir gerechnet, Kollege. Please, take this. These are my last ribbons. You can use them to help Mr. Hamilton. Then we can go and bring my parents back. Ach, ist das lieb. Dann nehmen wir die Bänder natürlich auch mal. So ein liebes Mädchen. Das ist doch Zucker. Und wir haben, glaube ich, ein Wimmelbild. Schnurps. Die Girlande ist unvollständig. Ein paar Blumen fehlen. Blümchen. Blümchen. So, Girlande ist für mich was anderes, aber gut. Sonnenblume, Weintrauben. Sonnenblume, Weintrauben, Schopflöffel. Weintrauben könnte ich jetzt auch drauf. Weintrauben. Schopflöffel, was hat er denn unterm Hut?
ein Flachmann unterm Hut, also bitte. So, wo sind die Weintrauben? Da sind die Weintrauben. Schopflöffel, Hosenträger, Trillerpfeife, Hosenträger, eine Trillerpfeife, Nageleisen, Patronen, Gabel, Pfeife, Teller. Pfeife. Ein Teller, eine Gabel. Pfeife haben wir schon. Da ist ein Teller. Hey, das ist ein Teller. Was ist das eben, Teller? Nageleisen. Ein, bitte was? Nageleisen. Patronen, Triller, Pfeife, Schopflöffel. Schopflöffel. Patronen. Patronen? Das sind ja keine... Ach, das sind Patronen, das sah aus wie Korken. Trillerpfeife. Trillerpfeife. Oh, hier. Wieder so ein, wieder ein Schmetterling. Ganz komisch, immer wiederkehrend. Eine Trillerpfeife. Wo ist denn eine Trillerpfeife? Ach, das ist eine Trillerpfeife. Das sah ganz anders aus. Ein Nageleisen haben wir gefunden. Damit können wir das zweite Bein auch noch brechen. Ist nämlich symmetrisch. Eine beruhigende Szene. So, die Bänder haben wir, aber... Können wir das Nageleisen vielleicht... Das ist doch was Gerades. Warum geht das nicht? Okay, wir schauen uns mal ein bisschen um. Aussparung. Ein Waschbrett und sauberes Wasser. Wahrscheinlich müssen wir noch irgendein Kleidungsstück da drin waschen. Und hier... Gehen wir mal gerade durch. Warte mal. Hey, ich hab's doch gerade gesehen. Los, Rad. Flimmere! So. 20 von 30. Es geht voran. So, Handschuh. Ich brauche kein derart langes Brett. Ja doch, du kannst immer vom Kopf bis zum Bein runter einfach so ein Brett dran spannen. Wir brauchen also eine Säge. So, hier können wir sonst auch nichts machen, glaube ich. Hier ist nur das, ne? Dicke Handschuhe. Ah, dicke Handschuhe. Schraubenzieher haben wir jetzt auch. Wer legt den denn dann drauf? Mit dem Schraubenzieher konnten wir hier doch irgendwas losschrauben. Hier war es nicht. Es war hier. Zufällig an diesem Erste-Hilfe-Kasten. Britt. Britt. So, Bandagen haben wir. Und hier sieht's aus, als müssten wir uns eine Säge erwimmeln. Ein Messschieber, ein Schneeschuh. Schneeschuh, Holzschuh, Humpen. Ist das ein Holzschuh? Nein. Ein riesiger. Hätte er sein können. So ein Mega-Klock. Was? Ach, das ist ein Messer. Ein Spitzenpfahl. Können wir daraus machen? Nein. Okay, jetzt ein bisschen Konzentration. Schale, Feige, Pfeile. Die Pfeile haben wir. Eine Schale haben wir da hinten. Hier muss irgendwo ein Schlüssel sein. Die Säge, die wir gleich kriegen. Die beiden Sachen nehmen wir auch noch mit. Oh, drei Wolfsjungen. Da ist noch ein Wolfsjunge. Und da ist noch ein Wolfsjunge. Damit haben wir die Wolfsjungen. Was ist das hier? Nix. Ein Humpen ist da unten. Messschieber und Holzschuh. Schachfiguren. Nehmen wir auch mal mit. Spitzer Pfahl. Das hier ist doch ein Pfahl, oder nicht? Den kriegen wir nicht spitz. Der ist einfach nur rumpfahlen. Ein Messschieber. Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, wie ein Messschieber aussieht. Ein dünnes Werkzeug.
Rote Farbe. Ein dünnes Stück Holz wird zu einem Pfahl. Dann haben wir den Pfahl schon mal. Messschiebe, eine rote Rose. Ach so. Da war der Holzschuh. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Rote Farbe. Haben wir nicht einen Pinsel? Ach, da ist der Pinsel. Und eine rote Rose. Messschieber. Das ist ein Hobel. Ein Messschieber. Das ist kein Messschieber. Das ist ein Messschieber. Ah, okay. Säge haben wir jetzt. Wichtiger Fund. Auszeichnung freigeschaltet. Mit der Säge können wir jetzt ganz kurz zurückgehen. Dann sägen wir die Planke in ein paar Hälften. Dann können wir dem gleich helfen. So, und dann können wir das Bein stabilisieren. Pass auf, das geht ja wie von selbst. Legen wir die Dinger dran. Eine Art, ja, ja. Oh, der sollte sauber sein. Verdreckter Verband. Wir haben nur einen verdreckten Verband, aber wir wissen ja genau, was wir zu tun haben. Ich brauche Waschmittel. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarzen? Münze, Reliefmarker. Pass auf, das eine ist so eine Münze. Mit der Münze können wir vielleicht... Ist das hier ein Waschmittelautomat, zufällig? Ah, eine Ravenwood-Marke. Mit der Ravenwood-Marke gehen wir mal hier rüber. Gehen hier zu dem Häuschen und da ist bestimmt Waschmittel drin. Sonst können wir da nichts nehmen, nein. Aber natürlich ist Waschmittel da drin. Und wir waschen den Verband. Nasser Verband. So. Was denn noch alles? Dann haben wir die Dinger, dann kommen die Dinger da dran und wir packen die Bänder drumherum und schon hat der Mann. The leg should be fine. Just don't re-injure it doing something stupid. I'll need something to prop myself up with. Natürlich, wir müssen das nächste Wimmelbild angehen. Ich habe Angst, dass die Platte vollläuft. Ich nehme jetzt schon knapp 3 Stunden auf. Da habe ich Angst, dass die Aufnahmeplatte bald vollläuft. Fliegenklatsche, Schmetterling, Schnurrbart. Entschuldigung, ich fand ich ja überhaupt nicht lustig. Huch, ein Köder. Habe ich aus dem drauf geklickt, aber naja gut. Kaffeedose, Eierbecher, Monokel. Das Monokel habe ich hier schon gesehen, letztes Mal. Das ist ein Eierbecher. Kaffeedose, Halstuch, Krücken. Krücken, da wissen wir gleich Bescheid, was wir hier finden in diesem Bild. Glocke, Anker, Bison. Glocke, ein Anker und ein Bison. Matt. Kaffeedose, Fliegenklatsche, Schmetterling, mache ich erstmal. Schmetterling. Schmetterling haben wir doch gesehen letztes Mal schon. Eine Fliegenklatsche. Fliegenklatsche, Pitsche Patsche. Fliegenklatsche, Pitsche Patsche. Fliegenklatsche. Bison, ach der Bison. Anker und Fliegenklatsche. Fliegenklatsche, 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 Fliegenklatsche. Wenn ich hier wippe, dann wippt auch das Mikrofon mit übrigens. Fliegenklatsche. Das ist keine Fliegenklatsche. Wo ist denn eine Fliegenklatsche? Ach da. Das ist aus dem Bratenwender. Krücke. Hier, Opa. Thank you, Detective. And Becky. If not for your help, I'd be a permanent resident in this awful place. Now, I propose that we split up. Take Becky somewhere safe and call the police. I'll search for her parents. No! I'm not going anywhere without my mom and dad. You're in harm's way, sweetheart. And that's a set of train tracks you don't want to be on. Don't try to play the tough guy. You're hurt bad. Yes, we should split up, but you're taking care of Becky. I'll keep searching. I'll find them. Promise. Auszeichnung freigeschaltet, helfende Hand, Aufgabe erledigt, ein alter Freund. Ja, wir haben ein Versprechen gegeben und das müssen wir natürlich auch erfüllen. Eine faszinierende Beschreibung des alltäglichen Lebens, sie sind in Ordnung.
Sie sind in Ordnung. Holzfäller sind also in Ordnung. Gut, da haben wir wieder was gelernt bei dem Spiel. Ich wusste es vorher nicht. Ich dachte immer, Holzfäller, ist eher so eine zwiespältige Spezies. Naja. Please find my parents. I want to see them again. Nee, doch nicht. Ich hab gelogen. Let's go then. Dann lass uns gehen.